Entspannt, lässig. Ganz herzlich empfangen. Langweilig wird es auf keinen Fall. Gastgeber, schön, hey, dass ihr da seid. Auf zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Zum Wohl. Danke vielmals. Ist das Alkohol? Honigbagger. That is so not funny. Immer wenn jemand etwas Gutes tut, gibt es die, die es mit Füßen treten. Zeppin kann's kaum glauben. Das Konzept der Bäckerei zu Balschli ist, dass ihre Kunden auch noch nach Ladenschluss ein frisches Brot kaufen können. Dafür stellt die Bäckerei jeweils ab der halben Siebni zu oben bis zu 150 Feierabendbrot bereit. Finde ich gut. Die Idee ist, dass der Kunde das Geld dafür ins Kässeli tut oder per Twint überweist. Die rund 5% der Kunden, die das Selbstbedienungssystem ausnutzen, geben sich beim Beschissen nicht einmal viel Mühe. Und wie nennt man solche Menschen? Du bist ein Arschloch. Du werdest spucken. Schlaftabletten, sie Sonnenblumenkerne, drin, sie Hosenknöpfe, drin, sie Lotterielos, drin, die halt jetzt nicht gewonnen haben. Einfach querbeet. Münzen, die sie daheim gefunden haben, wichtig ist, als klingelt, wenn sie es ins Kessel hineintun, weil je nachdem hat es Leute, die hinten dran stehen. Hier eine kleine und wichtige Botschaft an die Pschießer in feinster Zeppin-Manier. Habt ihr nichts mehr Gescheites zu, ihr Arschlöcher, ihr Verdammten? Schon noch geil, wie viele Leute in der Schweiz auf moderne Sprichwörter aus den Nullerjahren zurückgreifen. Lecker. Nein, es ist super fein. Wirklich. Sehr gut. Aber das darf man auch nicht sagen. Das Beste, was es jetzt gibt. Das Beste vom Leben, was es gibt. Ja, und das Beste, was je jetzt gibt. Das Beste, was je jetzt gibt. Viele jüngere Zeppin-Zuschauer wissen es nicht. Aber der Ex-Velofahrer Beat Breu hatte in den 90ern große finanzielle Nöte. Beat Breu steht vor dem Ruin. Danach versucht er sich unter anderem als Entertainer, Betreiber eines Wildwestbordells oder als Hobbykünstler. Betreiber eines Wildwestbordells. Ach, der Globby erhält nicht nur die Gemüter der Kinder, auch Erwachsene kommen mit Globby auf ihre Kosten. Was für Kindheitserinnerungen mit dem Globi. Und da kommt auch schon die Umarmung, die habe ich schon immer mal wollen. Somit geben wir zurück ins Studio. Sexy Time.